Czeszczyny knieże statny sekretarz Weimann, Czeszczyny knieże dr Rein, ważny Hans Heinrich, Czeszczyny przytomni a ważni hostczo. Chcu was w mienie domowinie tu do Sakskiego zastupnictwa w utrobny witać. Ja pokażam z jednej koparskiej swojby. Mój dżitby kopar, mój nan, moja mać też, a znana budzie mój brat w serbskiej ubrance Soborac. Ja pak sum to, što še jednu čornu vodsku menuje. Ja kilam či tem skere bole, ke vuprejnu moje voki, dajnu kužom jedem bol, da ne treba ja sovo jeden cerovač. Trošku ekstremne menenje, ale ono me nevodvabi, so za Europiadu 2012 horič. Klituša Europiada 2012 njeste za nas jednož v znamenju stoletne vopstača domovine, zjazka vužiskih Serbov, ale v osebe tež, v znamenju zromadnosti, votorenosti, mezinarodnosti a vumine. Pokaza po takim, so ste v zakvadni misli evropskije zromadnosti. Europa, to nije pak jenoš kraj a ranica, Europa, to so ljude a narodnosti, regione a reče. Europiada 2012 nech knježi za nas a naše hošči, jako veršk k skručenju evropskije misle a svojske narodnosti. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Weimann, sehr geehrter Herr Dr. Rein, lieber Hans Heinrich, verehrte Gäste, verehrte Anwesende. Ich entstamme einer Fußballerfamilie. Mein Großvater spielte Fußball, mein Vater, meine Mutter ebenso und mein Bruder wird wahrscheinlich in der Serbska Vubranka in der sorbischen Mannschaft mitspielen. Was mich angeht, so bin ich eher das schwarze Schaf und neige mehr zu der Aussage meiner Großmutter, gib doch jeden einen Ball, dann müssen die sich nicht um einen streiten. Sicherlich ist diese Einstellung etwas speziell, doch hindert sie mich nicht, mich an der Europiada zu erfreuen. Denn Europiada, da geht es nicht nur um Fußball oder ein regionales Ereignis, nein, es ist eine Veranstaltung mit Weltniveau. Eine sportliche Attraktion mit europäischer Ausstrahlung und eine Identifikation in Zeiten, in denen jeder nach etwas sucht. Als Angehöriger einer Minderheit ist man oft bestrebt, das, was man hat, zu erhalten, sei es die Sprache, die Kultur oder die Lebensweise. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Frage des Traditionserhaltes, sondern vor allem auch um die Wahrung und die Steigerung der eigenen Identität. Identität lässt sich nicht finanzieren oder planen, Identität wird gebildet. Durch Inhalte, durch Anteilnahme, durch die Bereitschaft, etwas zu leisten. Ein Projekt wie der Europiada 2012 benötigt viel Leistung und dementsprechend auch viele Partner. Seien es die Domowiner Ortsgruppen, unsere Gemeinden, unsere Sportverbände, die zahllosen ehrenamtlich Engagierten oder unsere Medienpartner. Natürlich auch die FUEF und deren Mitgliederorganisationen, die JEF und die teilnehmenden Mannschaften natürlich auch. Alle tragen dazu bei, die Europiada 2012 unvergesslich zu machen. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen Genannten meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Jedoch benötigt solch ein Vorhaben auch eine finanzielle Unterstützung. Hierfür haben sich bereit erklärt die Stiftung für das sorbische Volk mit deren Geldgebern Sachsen, Brandenburg und dem Bund, ebenso das Bundesministerium des Inneren sowie zahlreiche regionale und überregionale Sponsoren. Auch Ihnen möchte ich an dieser Stelle recht herzlich danken. Einen besonderen Dank möchte ich unserem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich aussprechen und das aus zweierlei Gründen. Erstens für seine Schirmherrschaft über der Europiada 2012 und den damit verbundenen Bekenntnis, dass die Europiada auch für den Freistaat Sachsen eine klare Bedeutung genießt. Und zweitens dafür, dass er uns eine hervorragende Fortuna beschert, seine Ehegattin Veronika Tillich, die zweifelsohne für jeden die entsprechende und verdiente Portion Glück aufbringen wird, die jedem zusteht. Dobry wieczór, guten Abend. Ebenso möchte ich auch den Herrn Dörner begrüßen, der natürlich mit seinem Fachwissen sicherlich auch das Glück entsprechend in die interessanten Ecken leiten wird. Die Europiada 2012 steht für uns Sorben nicht nur im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Domowina, welches wir im nächsten Jahr feiern dürfen, sondern auch im Zeichen eines Bekenntnisses. Ein Bekenntnis zur Weltoffenheit, Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Wir Sorben sind gern Gastgeber und freuen uns auf dieses europäische Highlight. Dabei möchte ich noch einmal alle einladen, nicht nur die Wettbewerbsteilnehmer, sondern auch alle Fans, alle Jugendlichen, alle Familien.
sich dieses Sportereignis nicht entgehen zu lassen. Besuchen Sie die Lausitz, besuchen Sie die Sorben, seien Sie Teil der Europiada 2012. Fußball und Sport verbindet, setzt Emotionen frei und schafft Begegnung. Und das nicht nur zwischen den Nationen, sondern auch zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen Generationen, zwischen Weltanschauungen. Dabei geht es nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander und Füreinander. Daher freue ich mich auf einen professionellen Sportwettbewerb mit Weltniveau, auf ein buntes Rahmenprogramm, bei dem es am Ende eigentlich nur Gewinner geben kann. Erlauben Sie mir daher zu summieren. Europiada Soschom Bola Serbo, Butsche Budla Vonosa Vupvaci. Europiada zu Gast bei den Sorben. Seien Sie dabei, es lohnt sich.